Es ist eine der letzten Proben vor der großen Premiere. Kein Wunder also, dass die vielen Schauspieler ganz schön unter Spannung stehen. Denn schließlich handelt es sich hier nicht um irgendein Theaterstück, sondern um die Musical-Inszenierung von Dr. Zhivago. Ein Stück, dessen Geschichte um die gesamte Welt ging und das von der Liebe in Zeiten der Revolution handelt. Regisseur des Musicals ist Andreas Wiedermann. Der 41-Jährige ist stolz auf sein Ensemble. Wir sehen Dr. Zhivago, ein Musical, das noch nicht oft in Deutschland aufgeführt worden ist. Ein großes Gesellschaftspanorama aus Russland, aus dem Russland der russischen Revolution. Wir sehen einen Mann, einen Arzt, einen jungen Arzt, Dr. Zhivago, zerrissen zwischen zwei Frauen, zerrissen zwischen Krieg und Frieden, zerrissen zwischen zwei Welten, dem alten zaristischen Russland und dem neuen, wütenden, aggressiven, revolutionären Russland. Wir sehen ein großes Spektakel aus Kriegsszenarien und vor allem aus ganz, ganz, ganz viel Gefühl. Und das Ensemble selbst setzt sich zusammen aus altbewährten Kräften, die einfach seit uns seit einigen Jahren treu geblieben sind und gemischt mit einigen neu dazugekommenen Kräften. Also eine ganz, ganz bunte Mischung, die das Ganze aber lebendig und ambitioniert macht und vielleicht eben auch so ein bisschen leidenschaftlicher als so manche handelsübliche Produktion. Als Regisseur ist Andreas Wiedermann aber nicht zum ersten Mal in der Goldbodenstadt. Ich habe ja für die Crazy Musical Company die letzten Produktionen auch bestreiten dürfen. Wir haben vor ein paar Jahren, als die Gruppe gegründet wurde, angefangen mit dem Musical Oliver. Dann haben wir weitergemacht mit Sunset Boulevard und die letzte Produktion Jekyll und Hyde. Und ich hatte einfach da auch das große Glück, bei dieser sehr engagierten und ambitionierten Truppe einfach Regie führen zu können. Der Verein vermischt in seinen Stücken Musical-begeisterte Laiendarsteller aus der Region mit Profis. So wie Alen Hodzowicz. Der Schauspieler absolvierte seine Ausbildung an der Bayerischen Theaterakademie August Everding in München. Theater ist ja im Grunde überall irgendwie funktioniert es ja gleich. Man hat ein Stück, das man auf die Beine gemeinsam stellt und man braucht Licht und Requisiten und alles. Das ist am Staatstheater sonst wo genauso wie auch hier in Straubing. Und deswegen, das ist mir eigentlich alles vertraut. Aber was hier sehr, sehr besonders ist, ist die Leidenschaft und der Einsatz von allen hier. Alle machen das hier in ihrer Freizeit. Die gehen tagsüber ihren normalen Jobs nach und abends schmeißen sie sich mit so einer Hingabe in ihre Rollen hinein und in alles, was es hier noch zu organisieren gibt. Das finde ich richtig inspirierend. Ebenso begeistert von diesem Stück ist Lisa Montag alias Lara. Die ausgebildete Schauspielerin hatte sich für das Musical beworben und prompt eine Zusage erhalten. Ja, es freut mich sehr, dass ich hier mit dabei sein darf, weil ich finde, dass, obwohl es ein Verein ist, alles sehr, sehr professionell ist und auch die letzten Tage, die ich hier erleben durfte mit Bühnenbild, mit Regisseur, mit Beleuchtung, mit Ton, mit Orchester und so weiter, ist einfach sehr professionell, sehr schön und ich freue mich schon auf die Aufführungen. Auch mit auf der Bühne steht Christian Mietaner. Er spielt den Ziehvater von Dr. Zhivago. Die Leute sind absolut großartig und die Stimmung ist super. Es ist ein sehr, sehr hohes Niveau. Dafür, dass viele Laien eigentlich dabei sind, ist das Niveau einfach der Wahnsinn und die Darsteller und gesanglich, es macht unheimlich viel Spaß. Gegründet wurde der Verein vor 7 Jahren mit dem eigentlichen Ziel, das Singen in der Region zu fördern. Seitdem bringen die Mitglieder alle 2 Jahre ein größeres Musical auf die Bühne und das mit vollem Erfolg. Am Freitag geht's nun auch mit Dr. Zhivago los, zumindest in Straubing. Endspurt am Tag vor der Generalprobe. Der Regisseur Andreas Wiedermann ist noch dabei, die sogenannte Applausordnung herzustellen. Da wird festgelegt, wer am Ende beim Schlussapplaus wo zu stehen hat. Da gibt es einen Aberglauben, wenn die Applausordnung vorher festgelegt wird, dann klappt die Generalprobe nicht. Und wenn die nicht klappt, wird wohl auch die Premiere 2 Tage später in die sprichwörtlichen Hosen gehen. Zu sehen gibt's das Musical im Theater am Hagen bis zum 14. April, insgesamt 12 Mal. Tickets gibt's unter anderem bei allen Verlagsgeschäftsstellen vom Straubinger Tagblatt und der Landshuter Zeitung.